Hallo und willkommen zurück bei Ark daneben am Lagerfeuer. Nach wie vor stehen wir rum, wärmen uns Bimmel und Bommel, weil kaum gehst du hier weg, wird's kalt. Wieder mit dabei, diesmal in korrekter Reihenfolge, der gute Basti. Hallo. Hallo. Und Brillibi, der Nils ist auch mit dabei. Hallo. Yeah. Yeah, Mann. Was? Es wird hell. Es wird hell. Die Sonne geht auf. Genau. Fackeln aus. Energie sparen. Oh, guck mal, da hinten am Strand, wenn man nach nördlich guckt, da kommt so ein Strahl aus dem Boden. Ja, ich sehe es. Ja, was da bringt uns das? Ich glaube, da gibt's irgendwas. Da kann man so diese, wie heißen die, wenn du hier im Engram, diese Sachen, diese, da lernst du doch diese Sachen zum Bauen und glaub, da kriegst du. Komm mal mit, da hinten ist so ein Vieh, lass uns mal das Vieh noch umkloppen. Ja, warte mal, ich will mal gerade gucken. Und hab da mitbekommen, den Speer kann man schmeißen, ja, mit rechts. Wollt ihr Hüte haben? Ja, eine Hose wäre schon mal gut. Ja, Hosen kann ich nicht. Sie brauchen 50 Fiber pro. Habe ich nicht. Boah, ich skill das alles nachher selber. Ich finde das doof, wenn mit dem Aufteilen. Das ist immer. What the fuck ist das? You killed a Trilobite. Aha, hier, warte Trilobite. Mal. Masti, komm mal her. Ja. Ich geb dir mal so einen Hut. Okay, hier. View Dossier. Wo denn? Wo ist er denn? Da. Hier. Kannst du die Katze aufziehen? Haben wir schon mal hier unsere. Wir sind jetzt der Kuckucksdame. Kinders. Was? Ich habe gerade eben hier dieses eine Vieh, was ich umgebasht habe. Oh, sieht das geil aus. Habe ich mit der Axt bearbeitet. Und da habe ich erstmal 14 Chitin rausbekommen. Ja, Chitin habe ich auch. Wie, 14? Ja. Okay. Also ich habe es mit der Axt dementsprechend behakt und nicht mit... Aber die Axt ist keine Weapon, oder? Nee, das ist doch. Wenn man mit der Axt alles, also du kannst damit Bäume, hier die Büsche und alles, kriegt man mehr raus. Auch bei, auch Miet und sowas. Okay. Das heißt, immer die toten Tiere mit der Axt bearbeiten. Okay, ich habe hier noch einen Baseballschläger, der bringt wahrscheinlich nicht so viel beim Abbauen. Nur beim Töten. Hat jemand Schuhe? Ah, nee, ich mache ja hier nur die Dings. Ein Sleepback habt ihr schon gebaut, oder wie? Ne, Sleepback könnte ich craften, da brauche ich aber Haut für, Hide. Ach so, Hide, okay. Soll ich mal so eine Waterskin machen? Oder nee, warte mal, Cloth Gloves. Oh, ich muss was trinken. Ah, Protection from the Heat and Cold. Okay, ich habe jetzt mal Bausachen gemacht, habe ich jetzt mal, ja. Wie Bausachen? Bausachen habe ich da schon komplett. Ja, ist doch egal, ich würde mal sagen, wir stimmen uns da nicht mehr ab, weil jeder muss doch das machen können. Okay, hast du recht. Ah, oh, du recht. Ich versammle jetzt mal hier ein bisschen Fiber, damit wir halt mal Hosen kriegen. Ja, Hosen sind geil. Mit. Das geht schneller, oder? Wir brauchen 150. Können ja nicht die ganze Zeit hier in Hotpants am Strand rumlaufen. Geil. Auch wenn es natürlich geil ist. Natürlich. Hier fliegen irgendwelche Sachen in der Gegend rum. Ich glaube aber, dass die Büsche auch langsam respawnen, habe ich ja, so gesehen. Ja, die respawnen auch. Ey, der Strand sieht schon ziemlich scheiße aus hier. Ja. Was anderes als Malle. Oh, scheiße, die Bären spoilen. Mist. Wir können ja Malle nachbauen. Oh, so viel Eimer haben wir nicht. Ich glaube, nur die größeren Büsche geben Fiber. Ah, nee, doch nicht. Okay. Manche geben voll viel, manche irgendwie nicht. Das ist aber random. Ja, so viel Bären, wie ich jetzt schon wieder gegessen habe, muss ich dann wieder kacken wie so ein Elch. Also ich finde die Zeit echt ein bisschen kurz gehalten, wie die Sachen dann despawnen. Ja. Kann man bestimmt einstellen auf dem Server, oder? Ich habe auch gelesen, bestimmt, dass wenn man Häuser baut, dass die auch despawnen. What? Ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Was ist denn jetzt los? Was zum Hölf? Was ist los? Was ist denn los? Was ist mit mir los? Was ist denn los? Na, ich bin hier irgendwie zusammengesunken. Nee, kommt mal her, könnt ihr mir vielleicht, weiß ich nicht, ob ich jetzt sterbe oder nur bewusstlos bin? Hat dich jemand angegriffen? Nein, vielleicht habe ich eine falsche Beere gegessen. Ich habe mir jetzt den Wanst voller Beeren gestopft. Kommt mal vorbei vielleicht, hier. Vielleicht bist du zu voll gefressen. Guck mal auf dein Food. Was sagt denn das? Ne, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Achso, du meinst, dass ich Fresskoma habe oder wie? Ja, und sowas. Ne, das kann nicht sein. Ich liege hier in irgendeiner kleinen Ecke drin. Okay, jetzt... sagt er. Oder war ich doch überfressen? Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich so 4 so Sterne über mir. Ja, wahrscheinlich was überfressen. Wie geil. Krass, das Zeug. So, hier ist wieder Decomposed schon wieder. So, Basti, wie hast du wie viel Fiber? Ich habe jetzt 68. Ich habe Fiber
52. Hey, ich gucke gleich mal. 40. Was ist denn das? What is this? Okay, jetzt bin ich auch umgekippt. Irgendwelche Bären sind vielleicht giftig. Welche ich hab Bären auch ganz viele Bären gegessen. Welche Bären hast du denn weiß gegessen? Ich nicht. Ich hab schon wieder gekackt. Juhu, ich hab gekackt. Oh, hier ist ein Viech. Was ist denn das für ein Viech? Bearbeite ich jetzt mit dem Baseballschläger. Alter. Ich kann nichts mehr tun. Ja, ja, da musst du warten, bis diese Sterne oben wieder weg sind. Richtig schön vollgefressen. Hier habe ich dran erstmal zusammengeklappt. Warte mal, jetzt müsste ich euch doch auf der Karte auch sehen, oder? Nee, ich sehe nur Mi. Ja, man sieht sich nur selbst. Das ist doch ein bisschen albern, oder? Ja. Dr. Albert. Ja, wahrscheinlich gibt es da einen Mod für oder so. Wahrscheinlich. Den Suche deine Hotpants, Freunde. Jetzt stirb, Viech! Was ist los mit dir? Nach der Jagd wieder so ein Ding. So, ich bin aufgestanden. Vielleicht muss man ja auch irgendwann schlafen, kann das sein? Nee, oder? Boah, das ist eine gute Frage. Oh, hier ist noch so ein Viech. Level 6, die werden ja auch immer stärker. Unterrichtet man mich mal, wie viel Fiber? Oh, oh Gott, hier ist eine Höhle. Ja, warte, geh mal nicht da rein. Alter, was ist mit dem Viech nicht in Ordnung? Hallo, Vieh, Alter. Ist das Spiel eigentlich noch Early Access? Keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal gerade, wie viel Fiber habe ich? Hä? Ach, ich habe 180 Fiber, ich habe Fetch gesehen. Okay, ich habe genug Fiber. Ich habe 76 Fiber. Ah, hier, ich look at this. Hose jetzt guck mal hinter dir. Was? Warte mal, ich craft jetzt erstmal Hosen. Ich kann grad nicht. Alter, was kommt denn da alles aus diesem Viech raus? Aus diesen Krabbelfiechern, da habe ich jetzt hier gekriegt. Silica. Hast du mit der Hedge bearbeitet? Nee, was? Mit den bloßen Fäusten, wie so ein immer Berber. Immer mit der Hedge? Nein. Doch. Ich habe jetzt dreimal Raw Meat. Einmal Silica. Halt da mal einen Schnabel. Silica, Pers und Öl. Ja, geil. So, wer will Hosen? Hast du die? Ja, komm mal mit. Komm mal kurz warte, mit. Warte, ich jetzt gebe dir erstmal die Hose. Wo seid ihr denn? So, eine zieht sich an. Zack, Junge, da sind sie wie die Abenteurer hier. Wo seid ihr denn? Geil, ey, mit so Nähten auch dran. Voll die crazy Hosen. Komm mal kurz mit, Nils. Was Alter, denn? Wo das seid ihr denn? Wieder weg. Was denn? Wo bist du denn? Folgt mir mal kurz. Ja, was ist denn? Guck mal da drüben. Keine Sau, oh. Sprich hier mit einem. Oh ja, das ist Format. Eine Höhle. Ja, da müssen wir später rein. Da können wir jetzt wahrscheinlich noch nicht rein. Können wir schon, aber. So, wo ist denn dieser bekackte Zwiebeltyp? Dieser bekackte Zwiebeltyp besorgt uns allen hier so ein Scheißvieh zum Futtern. Wo ist denn unsere Feuerstelle? Ach, da hinten. Vor allem haben wir die nicht ausgemacht. Okay. Steht er da im See, im Meer? Wieso ist mein Speer gebrochen? Mein Speer ist gebrochen? Ja. Warum eigentlich? Weil ich hier den Typen angegriffen habe. Kann mir mal jemand helfen, das zu töten? Ja, Moment. Alles muss man hier alleine machen. Komm her, du. Helfbar, es wären echt geil. Boah, das ist ein Riesendino. Wo ist denn der Britibi jetzt? Ach, da. Du musst aber weggehen, weißt Bescheid, ne? Ah, ich hab. Er ist tot. So, warte mal, jetzt mit der Hedge. Hatchet. Du siehst echt aus wie so ein kleiner Abenteurer, ey. So. Willst du mal deine Hose haben hier? Ja, bitte. Guckst du mir nicht immer ständig auf den Arsch? Drop Item, hier. Boah, aber so eine Cargohose auch gleich. Weil, ja, das ist auf jeden Fall, wenn man zu viel gefressen hat. Meinst du es jetzt erst wieder auf 98 runter? Oh, jetzt kommt hier voll der. Okay. Hefteintrag, you killed a trilobite. Ja, ja, genau. Das kommt immer. Ich geh mal Fleisch braten. Können wir eigentlich einen Chest bauen oder so? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das an den Bären gelegen hat, ey. Doch, du hast zu viel gefressen, 100 pro, ey. Ey, jetzt 77 Wood im Feuer. Wer hat denn hier... Ich. Da muss man es auch ausmachen, wenn man, Ach, weißt du, was das ist? Wir sind ja auch doof, wir beide. Was? Wir haben Narco-Berries gefressen. Echt? Ja, die heißen direkt Narco-Berry. Ja, die habe ich auch, die sehe ich auch hier. Ah, haben wir schön mal gepennt. Ja, Drop-Item. Direkt weg damit. So, ich habe wieder ach, vier, Entschuldigung, vier mein Berries reingemacht. Hast du schon Hut, Zwiebelpeter? Ich habe noch keinen Hut, nein. Gucken, ob ich noch einen craften kann. Ah, hier ein Hut für den Zwiebelpeter. Craft Item. Ich glaube, den Speer musst du auch mal reparieren, kann das sein? Ne, der ist kaputt gegangen, der ist broken, oder? Was? Habe ich den noch? Warte mal, da ist noch was angezeigt. Hier, ich gebe dir mal deinen Hut. Drop Item, zack, da liegt er.
der? Oh, warte, kümmere ich mich gleich drum. Speer. Nö, der Speer ist gar nicht mehr in meinem Inventar. Der ist am Arsch. Hast du mir wieder so ein zweite Klasse Speer gebracht, ne? Ja gut, die besten Sachen für mich, ist doch klar. Kannst du neuen machen? Wie kann man das repairen? Du legst die Sachen ins Inventar und klickst dann auf Repair. Also du selektierst die Dinger und sagst dann Klick Repair Item. Was ist denn also die rote da hinten? Ist das ein Stein oder ein toter Dino? Ich kann's nicht repairen. Du musst sie ins Dings legen. Dann ist es vielleicht noch nicht kaputt. Also du kannst es nicht reparieren, solange du das Ding in der Hand hast. Wir brauchen mehr Tiere zum Töten, ey. Wo bist du denn? Ja, kommt mal mit. Wartet doch mal. Ich will doch erstmal. Hier, jetzt kriegst du erstmal deinen blöden Speer. Ja. Deine Hose ist voll dünn. So. Guckst du schon wieder durch oder was? Alter, ich sehe ja aus hier wie Sindbad, der Seeräuber nach der Wurmkur. Was für ein Schnittchen. Mach das Feuer aus, wenn wir weggehen. Ja, Fatih. Ja, aber dann wird das Fleisch doch schlecht. Ist egal. Ja, okay, dann lass an. Okay. Aber dann mach nicht so viel Holz. Alter. Ja, dann nimm das Holz so weit raus, so ungefähr, dass es reicht. Ich komme hier immer noch voll durcheinander mit diesem komischen Dingsmenü hier. Was ist denn habt ihr schon rausgefunden? Nein. Was der Shortkey für Use Item ist? Der Shortkey für Use Item? Ja, so dass ich die esse, weißt du, ohne dass ich da ständig. Ach so, nee. Use Item klicke. So, jetzt warte, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe Water jetzt 32. Fühlt sich das, wenn ich jetzt hier im Wasser bin? Ja, okay, wenn du tauchst zum Beispiel, dann füllt sich dein Wasser auf. Ja, es füllt sich auch auf, wenn du isst. Ist mir gerade mal aufgefallen. Was aber ein bisschen sinnfrei ist, weil das wird da bestimmt ein Salzwasser sein hier, oder? Ja. Aber ist ja auch egal. Bonsai! So. Wo sollen wir jetzt hin, Basti? In die Höhle willst du, oder was? Nee, hier hinten waren große Dinosaurier, die geben halt viel Fleisch her, denke ich mal. Oha. Aber ob wir einen großen killen können, ist die Frage. Ja, gucken wir mal. Musst du gucken, was der für ein Level hat. Das sind halt Pflanzenfresser, ne? Die tun ja eh nichts. Nö, wenn sie angreifen, tun die auch nichts. Warte, du meinst doch nicht etwa dieses Riesenvieh da hinten, oder? Ja, okay, das wird wahrscheinlich. Ja, ist auf 400 Meter groß. Das wird sowas von zermöppen, Alter. Ach, pass auf. Aber da ist ein kleiner. Wo? Ja, aber das ist hier, der rote. Das ist ein Fleischfresser. Hinter euch ist auch einer. Du, ich hab gekackt. Ah, die kriegen wir doch tot, je nach Level, oder? Das ist ein Fleischfresser. Ja, komm, wir versuchen's. Nee, nicht die Zwiebel, Peter. Ja. Der ist Level 2. Komm, der ist Level 2. Ah! Der hat mich geschmuckt. Mistvieh! Ich seh nichts mehr. Ich seh nur noch grün. Ich sehe nur noch grün. Okay, wieder alles normal. Ihr habt mich hier. Und was gab der, Basti? Der gab Hide und Meat. Hide ist gut. Ja, Hide ist Haut. Da kann ich Schlafsäcke machen. Wie viel Haut hast du denn? 2. Ich brauch 25 Schlafsäcke. Geil! Ich hab einen Oviraptor kalt gemacht, die Sau. Gibt der auch Haut? Ja, nee, doch. 3-mal Hide, 4-mal, 7-mal, 9-mal, 11-mal Hide. Oh, voll gut, brauchen wir. Ey, dieser so. Trilobite, ne? Aber dieses Mistvieh hat meinen. Das Mistvieh hat meinen Speer weggefickt. Mein Speer ist auch tot. Boah. Oh, schon wieder mein Speer gebrochen. Ey, was ist denn das? Ja, es kann sein beim Werfen. Ich bin mir nicht sicher. Du hast ihn geworfen, oder? Nee. Okay. Okay, wieder einiges an Chitin geholt. Greifst du jetzt tatsächlich das Vieh da hinten an? Ich überlege. Welches? Ey, die Trilobites, die bringen gar nichts. Ja doch, die bringen Futter. Ja, aber immer nur einen Meat hat der, bringt der mir. Alter, du bleib da mal stehen, du Scheißvieh. Du bist ja besoffen beim Spielen. Und das ohne Bier, Alter. Aber es gibt doch auch Fische, oder? Wo ist denn der Speer? Jetzt mal ins Meer. Der Speer kann sein, dass der kaputt gegangen ist. Ja, aber kann man den nicht reparieren? Nee. Ich mach mir jetzt selber, ich skill das jetzt selber mit dem Speer. Stamina, Oxygen. Vielleicht ist die Keule besser als der Speer, weil die braucht 4. Ich mache jetzt mal Keule. Ich habe mir gerade einen Speer gekraftet. Oh, da, Storage Box, Leute. Werde ich lernen. Kann ich nicht lernen? Scheiße. Kann ich das nochmal lernen? Ich könnte es lernen. Dann mach mal Storage Box, bitte. Aber ich brauche noch einen Speer. Was haben wir denn hier? Ach, ganz viele neue Sachen hier. Paintbrush. Paintbrush? Okay. Ja, ein Pinsel.
Okay. Was haben wir denn hier? Mach bitte, wir brauchen Storage Chest. Vielleicht war dort dann nicht alles drin. Hab ich. Und einen Speer kann ich auch noch machen. Sehr gut. Lass mal zurück zum Lagerfeuer. Ein Simple Bed. Okay, da brauchen wir aber was. Paintbrush. Ich kann sogar gleich eine craften, Nils. Da rottet hier wieder alles in meinem Inventar, ey. Was für ein Scheißwetter. Ja, wollen wir den jetzt hier mal angehen oder was? Guck mal, hier sind noch so kleine andere Scheißer. Ich hab Seeds. Kommt mal her, helft mir mal. Seeds her? Wo bist denn du? Na hier. Alter, der vergiftet einen. Ja, das ist der aus Jurassic Park, weißt du, der den dicken da. Mistvieh. Das ist meiner. Ich hab den gelegt. So, das mal zum Lagerfeuer, oder? Ja. Hört sich gut an. Ich muss noch Wood sammeln auf dem Weg, um die Box zu bauen. Wir können auch ein neues Lagerfeuer machen. Aber ich hab schon wieder gekackt, ey. Was ist los mit mir? Soll ich einfach mal hier eins machen, Lagerfeuer? Ja, lass doch mal hier bleiben. Nee, dann lass uns doch wenigstens das Material da rausholen. Da ist Fleisch und alles drin. Ach so, da ist Fleisch drin. Ja, dann kann noch einer machen. Müssen wir doch nicht zu dritt, ey. Zwiebel, geh, mach du mal. Ja, ist klar. Auf die kleinen Dicken immer hier, ey. Ihr seid ein paar Freunde. Na, Torpa. Tapa? Ist das ein A oder ein O? Ich glaube Torpor. Das ist doch. Was ist denn Torpor übersetzt? Keine Ahnung. Das ist doch irgendwie so ein. Ja? Ja, ich guck gerade. Dann kannst du auch mal gucken, bitte, was Dings heißt. Dann kannst du mal Holz reinlegen. Was Fortitude heißt. Torpor ist die Erstarrung, die Unbeweglichkeit. Aha. Und was heißt Fortitude? Ich meine irgendwas mit Glück, warte. Ah, nee. Seelische Kraft, Stärke, Tapferkeit, die Kraft. Aha. Die Kraft, okay, dann sollte man das vielleicht auch mal steigern. Ich habe eine Storage Box. Ich leg die mal hin. Gucken, was da reingeht. Und ob da Sachen drin verderben. Okay. Oh krass, ich bin überladen. Ich leg da mal ein paar Berries rein und guck mal. Ich erstmal ein paar Berries, genau, gute Idee. Außer die Silikaperlen lege ich auch mal da rein und Chitin und Steine. Wie viel passt die denn? 15 Slots. 15 Slots, alles klar. Was hat denn die gekostet, Schneemann? Die kostet 20 Thatch, 10 Fiber und 25 Wood. Okay. So, Miet ist auch am Brennen. Alter, wieso rennt der denn nicht? Wo wir hier unser erstes Lager aufbauen? Wobei, wir waren auch nicht in der Höhle drüben, ne? Hier kann man wieder zurückgehen. Was ist mit dem Zwiebeltyp? Ja, jetzt kann ich wieder rennen. Naja, ich war ein bisschen überladen. Wir können ja dann gleich mal gucken, wegen dem Häuschen bauen, oder? Ja. Brauchen wir wahrscheinlich viel Wood und Fetch für, oder? Ja, es könnte durchaus passieren. You're tired. Was ist denn eigentlich mit den Schlafsäcken? Was brauchen wir noch mehr heute, oder? Ja. Ich brauche pro Schlafsack. Pro Schlafsack brauche ich 25 Haut. Oh Gott. Und 15 Fiber. Warte, ich habe. Also heute habe ich noch dabei. Ja. Ich brauche eine neue. Du kannst deine Axt oder so aber auch reparieren, ne? Wie denn? Nein, indem du sie in das Inventar reinlegst. In das Quickslot oder in das normale? Nein, in das Inventar. Und dann sagst du Rechtsklick oder Quatsch, selektierst du das Ding und sagst dann einfach reparieren. Wo ist denn reparieren? Repair geht nicht. Hast du vielleicht Flint? Okay, nee. Hast. Ja. Brauche ich Flint für? So Hide und so Trinkdinger. Auch mit Hide.
Ich kann so Trinkflaschen machen aus Haut. Leute, ich habe einmal Metal bekommen. Geil. Du bist Und das Timber. Machst du jetzt kaputt, das ist doch unsere Wand. Okay, jetzt haben wir keine andere Wand. Krass, ey. Der guckt uns hier voll frech an, dieser fette Dino. Dann wollen wir den kalt machen? Komm, wir probieren das mal. Was? Warte. Ich habe gar keinen Speer mehr. Ich guck mal erstmal, was für ein Level das ist und was das für ein Viech ist. Alter, ist das geil, dieses Riesenvieh. Zeigt es mir gar nicht an. Doch, jetzt zeigt es mir an, wenn ich drunter bin. Female Brontosaurus. Level 2. Level 2. Ja, aber ganz ehrlich, der macht uns fertig. Womit denn? Alter, ihr bebt ja die Erde. Hier ist ein Dodo, die können wir töten. Ja, vor allem, es wird nicht so viel... Hast du den angegriffen? Oh! Alter! Greifst du den an? Ja, klar. Alter, der hat mich, mit dem Schwanz 30 Meter weit geschleudert. Ja, mich auch. Verpiss dich! Hau ab! Au! mein Knochen ist gebrochen! Ey, du bist so dämlich, ich reib dir so ein Riesenvieh an. Ist scheißegal, ob das Level 2 ist, Alter. Der ist einfach ein bisschen größer als wir. Mann, da unten auf zu heulen, der gibt schon wieder auf. Siehst du, der hat genug. Der hat eingesehen. Ich weiß gar nicht, wie oft wir darauf einschlagen müssen, bis das Ding tot ist. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich bessere Waffen einfach auch. Ja. Alter. Der hat da eingesehen, dass er sich mit uns nicht anlegen braucht. Ja, Mann. Ich hab das Metal hier mal in die Chest gelegt, ne? So, hast du wenigstens ein paar Dodos kalt gemacht in der Zwischenzeit? Nein, ich wurde ja weggeschleudert von denen. Ach so. Schloch. Der hat auch immer Ausreden, dieser Typ, echt? Wie Ausreden? Ich wurde weggeschleudert. Mach doch mal hier nicht so die Natur kaputt da. Mach der wieder einen Stein kaputt. Ja, nu. Wo wir den brauchen. Du hast gekackt? Nee, ich hab gekackt. Alter, was ist los mit meinem Typ? Kannst du immer einen neuen Speer machen, Zwiebeltyp? Ja. Ich hab mir das jetzt auch mal selber. Ich kann auch selber Speere machen. Ne? Sonst wird's ja echt stressig. Alter, ist der Dodo jetzt tot? Ja. Wo bist du denn? Boah, Dodos geben Haut, Leute. 5 Haut, ein kleiner Dodo. Ja, wo bist du denn? Hier beim Dodo. Ja, na dann. Geh weg, Dino, ich hab Angst vor dir. Boah, stell dir mal vor, was machen wir denn, wenn nachher so ein T-Rex kommt oder so? Ja, wegrennen. Weil in dem Trailer, falls ihr den nicht gesehen habt, das erste Video ist ja der Trailer, guckt euch den nochmal an. Da sieht man nämlich auch, man kann ja auch fliegen irgendwann, ne? Ja, genau. Übrigens, nochmal großen Respekt, Brilli, hast du echt cool gemacht, den Trailer. Der fährt. Ja, danke schön. Ja, nu. Ich verfolge die Säure, das ist aber nicht schnell genug. Aber hoffentlich kackt der Dino jetzt nicht. Alter, wie nah ist der denn? Ach nee, das ist nur so ein Schwein. Jawohl, ich hab ihn gekriegt. Riesendino. Ein Parasaur. Wo bist denn du? Wo bist du denn? 8 Height, 11 Height, 12 Height, 16 Height, 18 Height. Nice. Und wo bist du? Ich bin, hier ist eine Schildkröte. Hier ist ein Dodo. Ja, die ist Level 7. Mach die Dodos kaputt, Junge. Alter, ich hab immer Schiss, dass der mich zertrampelt, ey, ganz ehrlich. Der Dodo? Nein, der Große hier. Mann, das ist mir schon klar. 3-mal Hide, 2-mal Raw Meat, sehr schön. Ja, der Große ist ein bisschen crazy. Hier ist doch schön, guck mal hier mit dem Baum. Hier ein Lager, oder? Guck mal, seid ihr auch hier? Nein. Hier ist voll schön, ey. Wir rennen ja alle irgendwo anders rum. Hier ist noch ein Dodo. Hier will ich auf jeden Fall Lager machen. Geschlossene Sache. Wie war das mit Gemeinschaftsprojekt? Tanz mich mal. Hier wird Lager gemacht. Hier ist ein riesenschöner Baum. Wo denn? Direkt gegenüber, wo jetzt der große Dino ist. Ah, ich seh dich. Gegenüber. Ja, ich seh dich. Ja, hier ist echt cool. Fuck. Das stimmt, hier ist echt cool. Ich voll den Arsch. Ja, dann geh ich mal die Sachen holen. Kann man die irgendwie transportieren mit den Sachen drin oder muss man die leer räumen? Ich guck mal. Oh, der Baum sieht ja geil aus. Ja, ne? Deswegen, wir bauen da oben. Erstmal umhauen. Nein! Ey, ich bewache den nicht, ich schlag den kaputt. Ein entschiedenes Nein! Jetzt mach auch nicht hier die ganzen Palmen kaputt.
interessiert. Warum denn nicht? Das ist doch Feuerholz. Ich geh jetzt mal gucken, ob es Fische gibt. Ja, es gibt Fische, aber nur so eine Monster. Ich hab schon wieder ich kacke hier in einer Tour. Ich hab Alter, keine Ahnung. Riesenfisch einfach. Das sieht aus wie ein... Oh, nee, der sieht nicht gut aus. Also ich finde es hier ein bisschen seltsam, dieses, ich kann dir glauben... Dass du Sachen nicht in der Hand reparieren kannst, sondern immer aus dem Inventar rausziehen musst, finde ich seltsam. Oder stellen wir uns da irgendwie alle nur zu doof an? Vielleicht. Vor allen Dingen, du musst sogar die Sachen reparieren, die du am Körper hast. Was würde dir besser, da oben ein Haus bauen oder hier, wo ich jetzt stehe? Keine Ahnung, wo du stehst. Ey, du warst doch gerade hier, oder nicht? Ja, ich hab dich jetzt einmal... Oh, da hinten ist ein Flugsaurier. Da bist du doch. Wo denn? Hier oben stehe ich. Wo denn? Hier oben, wo wir hergekommen sind. Ach, da. Sollen wir hier, wo ich jetzt stehe, ein Haus bauen oder da oben auf der Klippe? Auf der Klippe, oder? Weiß ja, nicht. Komm, guck mal, Klippe. Hier ist ein großer, kriegen wir den Tod. Oha, was für ein Level? Der hat einen Panzer, ne? Level 3 Wild Nail Carbon Nimbus. Eine Schildkröte. Kann mir jemand mal helfen? Kriegen wir den down oder nicht? Der wird schwierig, glaube ich. Ich kann nicht mehr laufen, weil ich zu viel aus der Kiste genommen habe. Und ich komm, ja, ich komme. Ich kann kaum laufen. Ich musste die Kiste übrigens zerstören, aber da kriegt man die Materialien zur Hälfte wieder. Aber ich glaube, du kannst Sachen auch abbauen, ne? Ja, die Demolish, also die kann man zerstören. Wo bist du denn? Wo ist denn die Kiste da? Da kommt doch mit wahnsinnig schnellen Schritten entgegen. Mit so einem Spazierschritt, wa? Wie so ein Film. Nö. Lauf, Basti! Du schaffst es! So, habt ihr genug gelacht? Hier. Ja, haben wir, danke. Hast du jetzt schon alles mal weg, oder? Hier sind 77 Charcoal. Okay, jetzt bin ich voll. Nö. Kannst du ja, dass wir die Charcoal überhaupt nicht brauchen? Doch, dann teil's nochmal auf. Für irgendwas brauchen wir die schon. Bestimmt. Das ist wie bei Minecraft. Nie was wegwerfen. Nie was wegschmeißen, genau. Da. Wo denn? Ja. Immer noch nicht. Doch, jetzt bin ich wieder schneller. Aber nicht ganz schnell. Ach, auf zu heulen. Wie voll bin ich denn jetzt? Wait. Voll ich teile ihn nochmal auf. Voll wie eine Russe. Brauchen wir nicht Charcoal. So, wir bauen jetzt hier wo? Oben auf der Klippe, oder? Ne, hier unten, oder wo? Alter. Komm, wir bauen hier oben. Ich dachte hier beim Baum unten am Wasser. Der Gnädige hat sich gerade umentschieden, glaube ich. Wo denn? Ja, so, dass wir immer auf den Baum gucken können. Der ist ja wunderschön. Naja, dann warum bauen wir denn nicht von hier oben? Da haben wir doch noch eine bessere Aussicht. Ja, das sag ich ja. Also da, wo du gerade hinläufst? Ja. Peter? Ja. Aber guck doch mal, hier ist doch ein Traum. Hier ist doch ein Träumchen. Ja, da sagen die, weißt du, ach komm, ihr leckt mich doch mit eurem bekackten Charcoal. Wir produzieren auch ständig Charcoal. Ja, aber hier, so mittendrin hier im Rasen, oder was? Ja. Die Decomposed auch. Oh, haben wir eigentlich, braucht jemand Schuhe? Ich könnte, achso, nur zwei hier Schuhe. Hier ist doch gut, oder? Hier zwischen Baum und Felsen. Du brauchst ein bisschen mehr Platz als das bisschen da zwischen Baum und Felsen. Eher zwischen Baum und Baum, also hier. Oh, es kommt, glaube ich, schlecht Wetter, oder? Ja, ich glaube auch. Da ist eine Insel da drüben, auch voll geil. Können wir denn schon irgendwas, warte mal, ich guck mal gerade, ob ich irgendwas craften kann. Ja, also ich könnte hier... Ich mach's dann erstmal so ein Lagerfeuer wieder. Eine Thatch Foundation. Ja, wollen wir nicht mit dem Lagerfeuer warten? Warten? Wieso? Und nochmal so eine Box, so eine Storage Box brauchen wir auf jeden Fall, die crafte ich auf jeden Fall mal. Und ich kann schon mal einen Schlafsack, Ich hab die Foundation nicht. Na, ich hab... Warte mal, ich hab gerade eine Foundation gebaut, nur warte mal. Wir sollten ja alles auf Foundations bauen, oder? Ja. Soll ich nochmal eine Foundation bauen? Ja, gib mir mal eine. Hier. Da hast du, dann baue ich noch. Hast du jetzt auch schon eine gebaut oder noch nicht? Nee, ich kann ja keine bauen. Achso, also, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Bin ich wieder overladen, ey. Stell die mal auf. Ja, muss ich erst mal gucken, wie das geht. Auf 8. Ah, jetzt kann ich auswählen, wo ich sie aufstellen will. Guck mal, wie wahrscheinlich groß das besser Ding ist. Oben, weil wir wollen ja da was Größeres bauen, ne? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie groß das Ding ist. Alter, ja, warte, ich stelle sie jetzt Nebel auf. Nebel nervt ja ein bisschen, was soll das sein? Was muss ich denn jetzt drücken? Muss ich jetzt so? Hier. Oh, okay.
Aha, also da brauchen wir gleich noch eine. Was hat denn die gekostet? Die hat die übrigens Hitpoints, ne? Die war teuer, ja. Wir haben ein Haus! Wir haben ein Haus! Ja, und da drauf mache ich jetzt so ein Lagerfeuer, oder was? Ja, auf eine Strohhütte, genau. Ja, wuff! Warum nicht, oder? Geht das nicht? Ich keine Ahnung. Also ich baue jetzt hier nochmal eine Foundation. Ja, was, dann mach erstmal hier hinten ein Lager, hier irgendwo. Wo? Hier. Ja, wenn ich es wieder demolischen muss, dann verlieren wir halt immer wieder Holz. Alter, der springt ja hier wie ein junger Gott. So, jetzt müssen wir... Ich versuch's einfach mal, warte jetzt mal. Jetzt brauchen wir noch Walls. Ich mach mal zwei Walls. Mehr kann ich nämlich nicht. Ich kann Walls machen. Jetzt zwei haben wir schon. Was, wie heißen die in Walls? Heißen die... Nee, das Thatch ist Wall. Thatch Wall, ja, hier. Kann ich 6 Stück craften. Ja, ne, halt. Wir brauchen ja so nicht so viel. Wir brauchen mal ein Doorframe erstmal. Ja, okay. Ich mach jetzt mal ein Doorframe. Mach mal ein Doorframe. Wir wollen ja ein ganzes Dorf machen. Witzig, weil es witzig war. So, okay, ich habe ein Doorframe. Die machen wir hier hin. Ey, da wollte ich die Doorframe hinmachen, du doof. Ja, du machst da halt vorne hin, ist doch egal. Da, hier kommt doch auch, außerdem geht hier nach hier hin das Haus weiter. Mach die mal wieder weg. Ja, Demolish. Alter, der kann nicht mal konstruieren, ey. Toll, jetzt. Boah, ey, du. Ah. Ey, das kannst du doch hier bestimmt aufsammeln, oder? Nein. Nein, kann man nicht. Die Sachen sind. Oh, Folge ist übrigens zu Ende. Die Sachen sind echt alle teuer. Ja, okay, dann werden wir jetzt hier erstmal Schluss machen. Ja, genau. Da machen wir hier erstmal Schluss. Aber da kann ich schon mal eine Kiste hinbauen, oder? Wir wundern uns, warum hier der Nebel so stark reinzieht, was hier los ist. Ja, das ist sehr atmosphärisch. Ist sehr atmosphärisch. Vielleicht ist es Smog oder ein Furz vom Dino, man weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein, euch beiden und euch auch da draußen. Ach, die Folge und, ist zu Ende. Ja. Ja. Und ach so, weh, das ist ja, geht mal weg da. Und weh, ihr abonniert uns nicht, weil ihr euch das so geil findet. Ja. Genau. Und gut. Jetzt habe ich auch eine Kiste im Haus übrigens zum Abschluss der Folge. Ja, super. Das ist natürlich sehr geil. Passiert, aber ist in Ordnung. Ist egal. Okay, also dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Yes. Tschüss. Ciao. Ciao.